Human! Denn ich will ein Held sein. Held sein. Halt dich an mir fest. Halt mich ganz fest. Denn ich will ein Held sein. Held sein. Der Mut sie verlässt. Und am Ende wird man sehen, ob wir gemeinsam diesen Test bestehen. Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pac-Man Crystal Plus 100%. Ich will euch mal was zeigen. Save 170 Pac-Man. Nur noch 80 Stück. Wenn wir es schaffen, werden das nur noch 8 Parts sein, Leute. Ja. Gut. 10 Pac-Man. Fangen. Schauen wir mal, wo wir da anfangen. Pikachu kann ich vergessen. Schon habe ich einen Plan. Pokémon. Okay, Crobat, mach fly. Ich will mal eben was gucken. Kann ich Nidorina und Nidorino denn irgendwo... Oh mein Gott, warum geht das immer wieder zum Anfang? Area. Aha. Dann kann der bestimmt noch Nidorino fangen, oder? Ja. Nerv mich nicht. So, Area. Tatsächlich, wisst ihr was, Leute? Da werden wir gleich hindüsen. Und das holen. Das sind dann schon mal 3 Pokémon, die wir extra gefangen haben. Und ich habe 99 Superbälle jetzt gekauft. Weil ich's hab. Fukano, nein. Hier müsste aber eigentlich Nidoran männlich auftauchen. Wenn ihr nicht die ganze Zeit Voltilang auftauchen würden. Hallo. Abra, nein. Nein. Ja, 10 Pokémon habe ich mir gedacht, fangen wir in diesem Part. Ey, leck mich am Arsch. Hallo. Sag mal. Was ist das denn? Leck's mich am Arsch. Okay, gehen wir woanders hin. Suchen wir was anderes an Pokémon. Ich hab noch mehr Optionen offen. Tja, da staunst du was. So, wir haben jetzt ja Tag. Das heißt, dass ich hier in der Höhle jetzt auch noch was anderes fangen kann. Wenn es denn auftaucht. Nicht so wie die letzten Male. Ha, da haben wir schon. Okay, Great Ball. Hat nicht funktioniert. Great Ball. Hat funktioniert. Part Nummer 51. Warum hat der schon wieder 59 hingeschrieben? 49 ist das. Oh mein Gott. Macholo. So. So, das wäre der erste Streich. Noch ein Macholo will ich nicht. Maschok fehlt nur, da haben wir die Entwicklung voll. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ah ja, genau, ich weiß es. Jetzt mal überlegen. Was soll ich hier machen? Ich weiß es nicht mehr. Gab's nicht auch eine Safari-Zone? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee, in diesem Spiel glaube ich nicht. Nee. So. Crobat Fly. Dahin. So, wollen wir gucken. Lucky Lucky machen. Ein Hauptspross, verpiss dich. Ha! So soll das laufen, Leute. Oh. Ja, genau. Es trifft und trifft. Ach, du bist so behindert, Magneton. Ab und zu denke ich mir echt, du bist so ein bisschen geistig behindert. So, Pack. Great Ball. So. Geht doch. Nidorina. Das wird noch richtig interessant werden, Leute. Ich sag's euch. Aha! Und gleich Nidorino hinterher. Hallo? Ha! Sauber! Nidorino! Okay! So, nein, ich will ihn keinen Spitznamen geben, verpiss dich. So, gucken wir mal eben, Pokédex. Wie geht's weiter? Pixie, das machen wir ein anderes Mal. Wigglypuff. Nein, kann man bestimmt noch wild fangen, oder? Morgens? Bestimmt im Silberberg. Nein! Okay, der muss entwickelt werden. Sehr gut. Was haben wir noch? Paar Meft. Snubbly Cut haben wir noch gar nicht getroffen. Rasa, wo finden wir dich denn?
Nirgendwo. Okay. Arcani mache ich mit Feuerstein ganz schnell, das geht fix. Das Gute ist in diesem Spiel, da das modifiziert ist. Aha. Da wollen wir doch mal eben dahin, wa? Habt ihr das gesehen? Ich weiß jetzt, wo man Kadabra fangen kann. Oh yeah. Ja, man kann hier überall die Dingsbumsens kaufen. Die Steine. Feuer, Wasser, Eis. Na, Eissteine gibt's ja gar nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Wisst ihr? So, Snubbull. Abra. Wir müssen aber das Pokémon wechseln. Ganz dringend. Denn Magneton. Nein. Mann. So. Switch mit Crobat. Kadabra wird es vorziehen, abzuhauen. Bin ich mir ganz sicher. Dann haben wir Abra. Level 16. Ich könnte es mir einfach machen und einfach jetzt ein paar Pokémon entwickeln. Das ist auch ein bisschen mehr. Machen wir im nächsten Part, würde ich sagen. Dann machen wir so einen reinen Trainings-Entwicklungspart. Und ja, wollen wir mal gucken, ob wir nicht einiges... Da haben wir schon. Minluk. So, Pack. Ja, Minluk hätte nichts gebracht, wenn er hier Teleporter einsetzt. Er hat tatsächlich Teleport eingesetzt und das ist da fehlgeschlagen. Bleibst du jetzt mal bitte drin. Ach, geht doch. Kadabra, super. Kadabra. Sehr gut. Wieder eins gefangen. Mashok, wo finden wir dich denn? In der Höhle da. Okay, dann wollen wir da auch mal eben hin. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir da eine Entwicklung fangen, oder nicht? Oder nicht, oder nicht, oder... Ah, mein Auge. So. Okay, Krobat ist ganz oben. Ich muss gar nicht wegfliegen. Ich habe die Höhle hier direkt neben mir. Machen wir einen kleinen Spaziergang durch die Höhle, würde ich sagen. Und irgendwann wird schon Mashok auftauchen, würde ich sagen. Ah. So, wir sind jetzt bei 7 Minuten und haben 2, 4 Pokémon gefangen. Das ist nicht viel. Tragosso, süß. Kleinstein, süß. So, Mashok, wo bist du? Hier ist ein Item. AP Plus, yay. Kleinstein? Mashok, komm. Macholo wollen wir nicht. Nicht Macholo. Nein. Onyx auch nicht. So eine Steinschlange kann man nicht gebrauchen. Kankama hier in der Höhle. So, wo bist du? Mashok, wo bist du, Blitz? Machala, 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 machala. So, wir suchen, wir searchen. Aber finden tun wir letztendlich nichts. Und so, wenn wir das nicht finden bei den nächsten 10 Pokémon ab jetzt, hauen wir ab. 1. 2. 3. 4, na, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nix, okay. Mashok wird nicht gefangen, blödes Pokémon. Dum, 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 dum. Yeah. Europe. Seeschauminsel. Oh, da wollte ich auch nochmal hin. Und da wir Tag haben, habe ich sogar gute Chancen, ne? Was haben wir hier? Mushas. Auch Seeschauminsel? Nö, gibt's nirgendwo. Da muss ich da eiligen lassen. Apollo fehlt. Was ist das denn? In der Höhle? Aber bestimmt nur nachts, ne? Ich glaube nur nachts. Werden wir nochmal drauf zurückkommen. Kingla, Kingla, wo finden wir dich? Nirgendwo, müssen wir entwickeln, okay. Ja, Shin hat mich schon darauf vorbereitet, dass es sein kann, dass einige Pokémon nicht dabei sind. Den können wir nur abends fangen, glaube ich. Ja, Rihorn, genau. Genau. Starmie ist eine Dingsentwicklung, Sichler, Käferturnier.
Karatos. So, die machen wir uns alle durch die Eier, die ich gesammelt habe. Die werde ich auch nochmal ausschlüpfen lassen. Porygon. Porygon 2 haben wir ja schon. Ja, ich hab's gewusst, bestimmt Spielhalle. Nein. Wäre gar kein Nerv drauf. Oh, Dragonier und Dragoran findet man bestimmt nirgendwo. Nee, natürlich nicht. Okay, wir sind bei 10 Minuten. Ah ja, hier muss ich noch die Eier liegen lassen. Dasselbe gilt auch für Dings hier, Endivio und so. Oh, Lidian fehlt mir auch noch, okay. Natu, ich hab's gewusst. Fluffy, kann man dich irgendwo fangen? Bestimmt, oder? Nein, warum nicht? Was mit dir, Ampharos? Kann man dich irgendwo finden? Ja. Bestimmt nur morgens. Ich kann drum wetten. So. Achso, ich dachte gerade, hä? Was ist das denn für ein Pokémon? Keine Ahnung. Ach, Griffel, ich weiß, wo man dich findet, aber auch nur morgens. Whopper. Felino. Sag mal, gibt's nichts, was ich jetzt so auf einen Schlag fangen kann? Das kann ich nur nachts finden, soweit ich weiß, oder? Ah, in dem komischen Knuffensaturm gibt's das viel. Okay, Girafarik, wo findet man dich? Dich. Ah, ich glaube, Girafarik ist eins der wenigen Pokémon, die man nicht finden kann. Baldorfisch muss man angeln. Slugma, wo finden wir dich denn? Ah, Mann. So. Tagsüber, oder? Wollen wir da mal gucken gehen, Leute? Ja, gehen wir mal gucken. Schauen wir mal, ob wir dieses Slugma finden. Fly. Ja, und wenn wir nicht 10 Pokémon schaffen, ist das jetzt auch egal. Mein Gott, das macht den Cool auch nicht mehr fett. Jawohl, Ibitak! Haben wir auch noch nicht. Ibitak. 2, 4, 5 Pokémon. 5 Stück noch, oh je. Ach, machen wir die 10 voll, oder? Oh, geil. Slimer, ich fasse das ja nicht. Great Ball. Geil. Mit einem Pokéball. Slimer. Nein, nicht Slimer. Makago. Wie hieß das Vieh noch? Slugma, wie hieß das? Schneckmark. Schneckmark, nicht Slimer. Schneckmark. Okay. Sehr gut. Schneckmark ist gefangen. Pokédex. Corazon müssen wir angeln. Ja, findet man nirgendwo. Kannst du mir am Arsch lecken. Genau dasselbe gilt für Remoraid. Auch nirgendwo, okay. Kingdra, bestimmt hier morgens im Dingsbumsensberg. Gar nicht? Fuck, das ist schlecht. Weil den kriegt man nur durch Tausch. Buttogel habe ich auch noch nicht? Oh je. Ich habe noch kein Buttogel? Krasse Scheiße. Was ist das hinten on top? Ach, Capoeira. Capoeira, findet man dich auch irgendwo? Ja, okay. Bestimmt auch nur morgens. Ente, Raikou und Suicune. Lavita, Pupita und Ty. Hä, da oben? Auch nur morgens, oder? Pupita, findet man dich auch irgendwo? Zeig mal. Nein. Was ist mit Despota? Nee, okay. Sehr gut. Die muss man also selbst entwickeln. Okay, gut. Ja, was war jetzt der Plan? Ich hab's vergessen. Verdammt, mir fehlen noch voll viele Pokémon. Fangen wir uns jetzt ein Rihorn, komm. So, lauf. Radfratz. Ach, Mann. Nervt doch nicht. So, Rihorn, wo bist du? Komm her. Rihorn. Pinsir. Wo ist es?
Da haben wir schon. Sehr schön. Milok, der Maus, wie ein Sneaker. Bis. Und geht. Oh nein. Okay. Jetzt tut's weh. Oder auch nicht. Jawohl. Rihorn gefangen. Rihorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 Pac-Man brauchen wir noch. Ich wüsste ja, wo wir hin könnten, ne? Ich will Dodri haben. Das blöde Vieh taucht viel zu selten auf. Ich hab's ja schon zweimal verkackt. So, diesmal verkacken wir es nicht. Diesmal schmeißen wir einfach willkürlich Bälle drauf. Irgendwann wird es drin bleiben. Bleib drin! Hallo? Ach ja. Ach ja, ich hätte was vorbereiten können. Wir haben in diesem Part noch gar kein Legendäres... sehr schön, Dodri gefangen. Legendäres gefangen. Und die Zeit ist auch vorbei. Zwei Stück noch. Aber wisst ihr was, wir können das jetzt... Wisst ihr was, wir machen das jetzt noch in diesem Part. Ich gehe jetzt nochmal meinen Austoss holen. Und dann gehen wir nochmal in die Seeschauminseln. Deposition. Nein, scheiße, Azumarill war eine doofe... Egal. Move, Pac-Man. So. Wo haben wir es denn? Yugong Amoroso. Hallo? Da nicht? So, wo haben wir es denn? Hallo? Hä? Was ist das? Hab ich jetzt dran vorbeigeguckt, oder wie? Quatsch. Sag mal... Jetzt doof? Ja, denn Goku, du bist voll doof, Mann. Witzig. Raikou Suicune. Wo ist mein Austoss? Es hat sich in Luft aufgelöst. Oh mein Gott. Oh mein Gosh. Da ist es nicht. Austoss. Ich will dich haben jetzt. Ich will aber... Du darfst aber nicht. Ich will aber. Du darfst aber nicht. Da ist es doch. So. So. So, 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 so. Den bringen wir jetzt noch Surfer bei. Dann machen wir jetzt einen längeren Part. Haben wir schon lange nicht mehr. Ich will nämlich dieses Pokémon jetzt fangen. Vielleicht ist es da. Vielleicht irre ich mich auch. Nein, Pack. Mann. So, Surfer. Es kann wirklich sein, dass ich mich irre. Oh, ich habe Aurora-Strahl vergessen lassen. Egal, Pac-Man. Crobat Fly. Ich habe gar keine Top-Schutz mehr, ne? Nein. Fuck off. Pokémon. Fly. Mal eben in die letzte Stadt. Das werden wir nämlich gleich brauchen. Wenn das nämlich so klappt, wie ich mir das jetzt vorstelle, dann kann es nämlich angehen, dass wir Glück haben. Das sagt euch wahrscheinlich sehr viel. So, das verkaufen. Hyper Potion verkaufen, Max Ether verkaufen, Carbon verkaufen, Iron, wo ist Iron? Iron Man! AP Plus verkaufen. Dragon, ja, weg damit. So! Bye! 23.000, einiges an Kohle. Aber auch nicht so viel. Hallo, wo ist das jetzt? Repair, da haben wir es doch! Mann! Du. So, sehr schön. Mehr als genug eingekauft, jetzt kann's losgehen. Leute, wir schnappen uns jetzt noch ein legendäres Pokémon, wenn es auftaucht. Ich habe auch schon eine Idee für das nächste legendäre Pokémon, was ich fangen möchte. Ich habe alles in meinem Kopf gespeichert, Leute. Ach ja, Mantax, wie süß. Ach ja, Tentacha, wie hässlich. Ach ja, Tentacha, wie hässlich. Jetzt renne ich bestimmt wieder komplett in die falsche Höhle. Das ist die rechte Höhle, ne? Verdammt, ich hätte in die rechte müssen. Magnet und setze Blitzer. Bleib drin, Jurob. Fick dich, Mann. So. Jurob. Okay, ich hab's gewusst. Guck mal, ein Lapras. Witzig. Hier müssen wir runter. Und dann müssen wir da oben links.
Ich bin doch richtig gegangen, so wie es aussieht. Krabby, wie süß. Oh, ein Krabby. Ein Krabberbab. Ein Krabberbab, was ist das denn? Verharmlosung von Pokémon. So. Kommt hier nichts anderes? Warte mal, hier waren noch zwei Sachen. Europ kann ich hier drinnen finden. Und Sterndu war das vorhin, ne? War das Sterndu? Aber Sterndu habe ich ja schon. Vorhin vor allem. Für mich vorhin, für euch vor lange her. Hallo, geh weg. So. Okay. Hier soll es auftauchen. Oh Gott, habe ich gerade ein Herzinfarkt gekriegt. Ich habe gerade schon gedacht, es taucht auf. Aber nein, das wollen wir nicht. Wenn das jetzt klappt, Leute. Haben wir 10 Pokémon voll. Und dann auch noch ein legendäres. Wie geil wäre das denn bitte? So. Der Repel ist off. Machen wir gleich nochmal. Wenn das nicht funktioniert, ist Pech. Dann lassen wir das. Dann überlege ich mir was anderes. Fürs nächste Mal. Müssen wir nächstes Mal halt ein Pokémon mehr fangen. Oder ich... Ja genau, wir entwickeln nächsten Part. Nächster Part wird ein Entwicklungspart. Dann wickeln wir mal eine ganze Box. Dann bereite ich das vorher vor. Und lasse auch die Eier schlüpfen. Geht nicht. Nein. Max Repair. Oh, wir haben so viele Repair. Gott. Wetten, das kommt nur morgens. Genauso wie 90% der anderen Pokémon, die mir noch fehlen. Ah, mein Gott. Diese Tageszeitenordnung, das ist so kacke. Das macht das ganze Spiel schwieriger, Leute. Ich sag's euch. Wer es mir nicht glaubt, probiert's doch selber aus. Ach ja. Ach nein, du sollst da reingehen, du Affe. Vielleicht kommt das ja gar nicht hier, sondern einen Raum vorher. Können wir gleich mal ausprobieren. Oh mein Gott. So. Wie viele haben wir noch? So, machen wir noch 5 Stück gleich. Hier. Und ansonsten gehen wir in den anderen Raum und gucken mal da, ob wir da vielleicht irgendwas finden. Also eigentlich hätte das schon längst auftauchen müssen, wenn es hier wäre. Ja. Ich habe ja clevere Unterlagen gekriegt von dem Herrn Chinesten. Da stehen ganz viele Sachen drin. Wo ich legendäre Pokémon finde und wie vor allem. Oder, ja. Wo ich die halt finde. Und Arktos soll hier... Ach, ich hab's jetzt auch noch verraten. Gott, ich bin auch ein bisschen dämlich, ne? Ja, Arktos soll hier auftauchen. Und ja. Ja. Mein Gott, wo ist der? Da ist der Max Repel. Und Arktos, ja. Aber ich weiß nicht mehr, ob das morgens oder mittags oder so passiert. Vor allem hier drin ist ja alles nachts irgendwie. Alles dunkel. Es ist dunkel. Ich habe Angst. Ich habe Angst in Dunkeln. Kommt gleich nochmal. Ach, ich glaube, das kommt hier nicht. Guck doch mal, da passiert nichts. Arktos. Kannst vergessen. Nix. Ein Tentoxa. Und ich habe gleich eine Sehnscheinentzündung. Vom ewigen Hin- und Hergeschrubbel meines Controllers. Komm schon! Ach, oh Gott, ich habe einen Krampf. In der Hand! Hallo, sag mal, willst du mich irgendwie verarschen oder so? Bleib doch mal da, wo ich dich hinlenke. Es taucht nicht auf. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Nach nirgendwo, da fährt ein Zug. Er fährt allein oder zu zweit, vielleicht zu dritt oder zu... Oh Gott. Das ist eine lustige Geschichte. Ich wollte nach Hause fahren zu meinen Eltern. Mal besuchen. Das ist eine lange Zugreise und ich war eigentlich noch mega betrunken. Mega müde, weil ich so wenig geschlafen hatte. Und ja, dann bin ich im Zug eingeschlafen irgendwie. Und auf einmal stand da ein Typ vor mir und hatte so eine riesige Stereoanlage auf der Schulter, guckte mich an, grinste und machte ein Lied an und kam der Song. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Voll witzig. Also wenn man wach wird, nervt das mega ab, ich sag's euch, Leute. Aber insgesamt ist das eigentlich eine lustige Idee. So. Es geht nicht.
Ja, ich glaube, das war's. Der eine noch und das war's dann. Mehr kann man hier ja nicht... Ach doch, Mushas müssen wir noch finden, fällt mir gerade ein. Mushas war das andere. Wir müssen wenigstens noch das 10. Pokémon jetzt folgen. Okay, leck mir am Arsch. Sepa, Sepa. Ein Tentacher, verpiss dich. Ein Krabi, nein. Wo finden wir das Blöfi denn? Nein, ich bin runtergefallen. Jetzt komme ich hier bestimmt nicht mehr aus der Höhle raus, weil ich zu blöd bin. Ach doch, hier ist der Ausgang. So, sehr schön. Jurob, aber ich möchte gerne ein Mushas. Mushas, Mushas. Da wollen wir angeln. Wieso, was wir angeln jetzt mal? Ich habe noch die Angel da. Ein Karpador, oh mein Gott. Karpador ist überall. Ein göttliches Pac-Man. Wer mein Feuer-Grün-Let's-Play gesehen hat, der weiß, warum ein göttliches Pac-Man. Wir nehmen jetzt die andere Angel und gucken einfach mal, dass wir wenigstens noch ein verkacktes Pokémon hier finden. Ein einziges. Nein. Ha! Geil. Es hat sogar überlebt. Klasse. Okay. Oh. So viel zum Thema, ich muss das entwickeln. Einfach mal ein bisschen angeln und schon findet man was. Kingler ist geil. Eins meiner Lieblings-Pokémon. Kingler. Gut. Leute. Das war's für diesen Part. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaltet natürlich wieder ein, wenn es heißt Let's Play Pokémon Crystal Plus 100%. Haust rein, schaust rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Dengoku.